Oh, gleich zwei von euch. Na gut, aber wenn der eine nichts macht und der andere gerade drauf geht. So, jetzt lade ich kurz nach. Wow, 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 wow. Wer hat die erlaubt, zurückzuschießen? So, ach, da oben ist nochmal so ein großer. Na gut, aber vor allem, wenn der jetzt nicht runterkommt. Na, komm her. Hier, wenn ich den von hier aus erwisch. Ja, tatsächlich. Vier in die Brust. Tut immer gut. Drei, vier. Okay, acht überlebt er. Zwei, drei, vier. Okay, sowas um die 12 Stück braucht er. Ihr könnt mir überhaupt nichts. Achso, du bist schon wieder so einer. Na gut, ihr könnt mir schon ein bisschen was, aber... auch nicht so unbedingt viel. Okay, ja. Und du nochmal, und nochmal, und noch einmal. Ein klein bisschen Overkill muss auch manchmal sein. Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter mit der Knarre. Leider. Wo muss ich dann? Muss ich da mich jetzt rüberschwingen? Nö. Okay. Viel Wasser. Da ist schon wieder ein Artefakt. Dachte ich es mir doch. Sehr schön, Artefakt-Soldat. Nochmal eins. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie ich auf die andere Seite komme. Ja, ich glaube, zwei Artefakte werden hier jetzt nicht in dem Becken sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Da hoch dann irgendwie. Ich wüsste nicht, wie ich das... Ah, guck mal. Nee, natürlich geht es nicht. Och, Mann. Steht die Kiste schon so gut und dann geht's trotzdem nicht. Ach, da geht's rüber. Kann ich mich da dran hängen? Nö. Aber da geht's rüber. Hm. Nur wie komme ich da jetzt hoch? Weil dranhängen funktioniert ja nicht. Ach, ich wollte da nicht runterspringen. Mit den Ketten funktioniert es ja nicht. Die ist ja zu weit weg. Gibt's doch nicht, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Ich übersehe hier doch gerade was, oder nicht? Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Mit dem hier, aber da komme ich auch nicht hoch. Nee, das ist alles abgesperrt. Das heißt, das ist das schon mal nicht. Ja. Pferdchen kann ich ja auch nicht rufen. Das ist vielleicht dann doch die Kette. Da komme ich ja nicht ran. Ich kann auch hier drauf. Das sollte ich bloß, glaube ich, nicht. Na, kann man von hier was reißen? Hm. Da jetzt rüber. Könnte schaffbar sein. Na komm, na komm, na komm, 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 komm. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so lösen sollte. Aber ganz im Ernst, ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Es sah nur nicht ganz richtig aus, also... wenn es jetzt richtig war, dann sollte man vielleicht nicht was machen, was dann im Endeffekt so aussieht. Weil das sieht halt wirklich ein bisschen blöd aus. Also da... ach so, man hätte auch einfach drunter durchschwimmen können. Na gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber trotzdem, das mit dem Felsen sieht ein bisschen... wow, 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 wow. Wer hat euch denn eingeladen? So, ich war's nämlich nicht. Und du weg. Sehr schön. So, wir können jetzt natürlich von überall hier runter springen. Also wie ihr. Und, oh, das tut denen natürlich weh, wenn die in Gruppen kommen. So,
Außer es trifft natürlich das Lein. Dann tut es dir natürlich überhaupt nicht weh. So, und weg. Und dich nochmal weg. Dich weg. Genau. So. Sehr schön. Okay, große Höhle. Sieht so aus, als kämen da vorne drei Gegner. Ne, aber ich glaube, es sieht so aus, als wären wir kurz vorm Endboss. Also vorm Boss von dem Dungeon, von dem Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wie es bezeichnen soll. Es ist zumindest was ganz Eigenes, sagen wir mal so. Was ganz Besonderes. Oh, das ist einfach bloß ein Map-Wechsel irgendwie. Und da ist schon mal Wulchrim. Ach, jetzt kommen wir... Ach nee, da vorne ist das Stygian. Oh, und es wird so ein richtig schönes Wüsten-Battle irgendwie. Na, wie gesagt, halt wirklich... hier, Shadow of the Colossus-mäßig. Freut mich. Zwei Artefakte. So, was können wir denn dafür... Steinhaute, wobei ich nicht weiß, ob das irgendwas bringt. Eine Lebensessenz erstmal wieder. Eine kleine. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ich weiß. Ja, das ist die Frage, was nu? Teufelskreuz, Schwerthaken. Den Schwerthaken könnte ich einfach mal verbessern, weil den mache ich relativ häufig, aus Versehen zumindest. Gut, aber macht nicht mehr Schaden. Harpunenangriff, Dämonenschneide. Kostet mir ein bisschen zu viel. Mache ich auch kaum. Klingengeisier mache ich hoch. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Und bringt mir eigentlich immer noch nichts, das jetzt zu kaufen. Nee, dann lasse ich es erstmal. Und dann würde ich sagen, machen wir den Stygian noch. Hab jetzt gerade Lust drauf, noch den zu machen. Auch wenn das bestimmt nicht witzig wird. Einen Moment kurz. So. Und auf geht's. Oh Gott, eine ganze Armee von Dämonen. Okay. Das ist also das Stygian. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Wobei ich jetzt sagen muss, der ist auch nicht arg viel größer, glaube ich, als die anderen, oder? Oh, Sehenskiste. Wie steige ich denn ab? Achso. Die nehme ich doch mit. So. Achso, ich kann aber gleich wieder abspringen, weil ich hier den... Oh Gott. Ganze... Achso, ich komme da gar nicht hoch. Wie soll ich den dann befreien? Ach, hier dann. Nee, nö. Nicht die Ketten zerstören. Ich meine, ich kann hier ein bisschen durchreiten und die ganzen Typen töten. Das ist kein Problem. Nur, da fehlt mir so ein bisschen der Sinn dahinter. Hallo, Stygian? Mach irgendwas. Oder lass mit dir irgendwas machen. So, da komme ich aber... Da komme ich nicht hoch? Meine Güte, kann ich dann wenigstens die Ketten zer... Ah, ich kann nicht mal schlagen im Sand. Boah. Was muss ich denn dann tun? Oh, ich kann die auch ein bisschen umballern. Ach, guck mal, auch die... Der Stygian. Ich sehe nur ein Problem auf uns zukommen, weil er noch den Dings... Mach das,
wozu du geboren bist. Genau, er hat noch den Mundschutz. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie ich den öffne. Muss er vielleicht gegen eine Wand crashen? Nee, dafür ist es viel zu zielgerichtet. Wobei, wenn ich so und dann im Kreis... Weil das geht ja jetzt gerade nicht. Hallo? Stygian, hier, irgendwie, mach was. Das sah jetzt auch nicht arg effektiv aus. Was muss ich denn tun, damit er seinen Mundschutz verliert? Vor allem, wie versichert er mich irgendwann wieder an? Oder mache ich da irgendwas? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Okay, die Jagd ist eröffnet. Mein guter Stygian. Na, dann komm mal. Zeig, was du drauf hast. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch nicht so viel größer zumindest als die anderen. Also, vielleicht ist er mächtiger als die anderen, aber nicht unbedingt größer. Wo ist er? Hallo? Stygian? Ich kann ihn gerade nicht anvisieren. Ach, kleine Sandwürmer, die sind ja niedlich. Kann ich mal das Ziel wechseln, danke. Wobei ich die jetzt irgendwie gar nicht richtig töten kann. Aha, okay, der fliegt da so ein bisschen über mich drüber. Ich verstehe es gerade nicht, wie ich die kleinen Würmer töte. Ach, jetzt geht's. Guck mal, das hat, denke ich, Schaden gemacht. Ja, tatsächlich. Ich muss einfach bloß auf die drauf schießen. Ganz normal. Okay. Huch, was zum... Wieso hat er angehalten? Komm, schnell auf dein Pferd wieder rauf. Jetzt erstmal ein bisschen Land gewinnen hier und jetzt. Nein, falscher Wurm. So, richtiger Wurm. Wobei ich jetzt wieder daneben ziehe. Ja, jetzt wieder. Okay, der eine ist schon mal Geschichte. Glaube ich. Der andere vielleicht auch? Keine Ahnung. Da ist der dritte. Okay. Der ist, glaube ich, aber auch Geschichte. Oder so. Keine Ahnung. Ich kann es bei denen nicht wirklich einschätzen. Okay, kommt da drüben wieder Stygian? Oder bestimmt das... Ja, das ist eindeutig das Stygian. Oh Gott. Na, ich muss auf meine Ausdauer achten. Na komm, wie fühlt es sich wieder auf? Hoffentlich ein bisschen schnell. Ja, es geht. Sehr gut. Okay, er ist doch ein bisschen eindrucksvoller als die normalen Würmer, muss ich jetzt sagen. Aber nicht viel. Na komm, komm hoch. Trau dich. Trau dich. Ist er vielleicht zu nah dran, oder wie? Oh. Okay. Gut, das hat mir jetzt wenig gemacht. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ich bin, glaube ich, immer noch zu nah dran, oder? Kann das sein? Ich weiß gerade gar nicht, was er da so richtig macht. Seltsam irgendwie, also... Da, aber da kriege ich ihn ja gerade nicht. Also da kann ich ihn ja nicht angreifen. Vielleicht verfolgt er mich jetzt wieder. Ja, jetzt verfolgt er mich wieder. Sehr gut. Okay, 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 okay. Jetzt sprintet er gleich. Wenn er näher kommt. Genau, jetzt. Und... War's das? Ach nee, jetzt muss ich... Ah, B, okay. Dazu ist auserwählten Asche zu Asche. Sammel benötigt diesen Gegenstand von mächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Lebensstein, dieser magische Stein erhöht Kriegs maximale Gesundheit.
Ja, Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich versorge ihn mit mächtiger Macht. Das ist... Klar ist es blöd, aber... Wenn es die einzige Möglichkeit ist... Ich meine, darauf bin ich auch schon gekommen, dass er mich dann am Ende wahrscheinlich einfach umbringen will, wenn ich ihm die Herzen gebracht habe. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Boss war jetzt irgendwie... Also da war der erste Wurm irgendwie schwieriger. Fast schon. Und es gibt nämlich nicht mal einen Teleporter raus, weil wir hier direkt Vulkum haben. Naja. Also von dem Boss war ich jetzt nicht so überzeugt, muss ich jetzt sagen. Bravo, Reiter. Sogar die Asche des kriechenden Stygian liegt nun hinter dir. Kann dir überhaupt irgendwer etwas entgegensetzen? Wir finden es heraus. Und zwar gleich in der nächsten Aufnahme. Ja, der hat nicht mal viel. Ja gut, okay, knapp 4000, glaube ich jetzt, oder 3000 oder so. Seelen hat er gegeben. Gut,